Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von Tamino und mir. Ich wollte schon immer mein Intro bei Anso haben. Heute gibt es eine Challenge. Wir haben die eben abgedreht, deswegen... Nee, wir sagen noch nicht, wer gewonnen hat. Wir sagen einfach gar nichts. Guck das Video nicht. Wir haben auf jeden Fall eine... Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall eine Nicht-Lügen- oder nee, Wer-liegt-besser-Challenge gedreht. Wer liegt besser? Also, wir haben uns hier... Ich kann das nicht reinschneiden, dann wissen die, wer gewonnen hat. Ja, stimmt, aber zum Ende hin. Wir haben hier jeder 10 Gegenstände. Einmal haben wir gefailt, weil Tamino gelogen hat. Und zwar wirklich und gelogen Und also hatte einen Gegenstand weniger. Genau, weil Tamino gelogen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wer ihr denkt, wer gewinnt. Ja, schreibt mal in die Bevor ihr schaut. Ja. Let's go, viel Spaß! Woo! Kann ich mich aber auf meinen Stuhl setzen? Ja, du kannst dich hinsetzen. Ja, aber ich darf jetzt nicht in den Bildschirm gucken. Nee, darfst du auch nicht. Ja, dann packe ich jetzt, aber... Warte, ich darf ja dann auch nicht gucken. Wir müssen ja irgendwie in die Kamera gucken. Ja. Dreh einfach die Kamera kurz um. Also dreh einfach das Display um. Ja, ich muss nur kurz gucken. Ach du Scheiße. Ah! Weil das war nicht gerade, warte. Okay, wir drehen die Kamera jetzt um. Nee, das Display, also... Display, ja. Okay. Ja. Ja, okay. Ah! Okay, boah. Du darfst jetzt aber auch nicht mehr gucken, ne? Nein, ich guck nicht, aber ich tue ein bisschen was jetzt auch... Hier so an die Seite, damit, ich weiß ja, was ich dann meine. Oh mein Gott, ich bin da aufgeregt. Scheiße, du darfst wirklich nicht gucken, ne? Ich guck nicht. Oh mein Gott, du hast bestimmt dieses komische Getreidemehl-Ding da genommen. Weißt du? Ja, mach mal. La 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 la. Ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll. Warte, ich muss kurz zählen, ob ich alles hab. Eins, zwei. Anso. Die Regeln sind so, wir dürfen, also es muss entweder komplett der Gegenstand sein, dann darf man aber auch nicht über den Gegenstand lügen. Also ja. Wenn du dich dafür entscheidest, dass sagen wir, es ist dein Handy, dann musst du auch wirklich, dann musst du dein Handy beschreiben. Ja. Und wenn man lügt, dann... Du musst halt, wenn du lügst, deinen Gegenstand so gut umschreiben, dass es halt... 1:1 so rüberkommt, okay. Als wär's das. Und man muss dann halt auch so dieses sagen, ja, fass mal an, mach mal. Weißt du, so ja, ist der Sinn dahinter. Ich weiß. Oder soll ich anfangen? Fang du an. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Nein, fang du an. Ich bin noch nicht ready dafür. Ich hab's Gefühl, heute bin ich richtig am Reinfloppen. Okay, wir fangen erstmal leicht an. Mhm. Ich zeig erstmal den Gegenstand. Aber jetzt sieht man halt die ganzen Gegenstände vor mir, aber ist ja nicht schlimm. Bei mir auch. Ich zeig aber dann, was ich explizit hochhalte. Okay. Ich habe ein Buttermesser in meiner Hand. Buttermesser sind die, die nicht so scharf sind, gell? Ja, diese ganz normalen silbernen. Kannst du mal so, checkst du so dieses so machen, dass so bing. Ja. Wie so bei Lineal. Machst du wirklich? Ist das so robust? Hörst du's? Klick mal auf den, hau mal auf den Tisch. Also mach so. Leg's mal hin. Der wird jetzt eh, es wird eh eine Gabel oder so sein und dann sagt er, es ist ein Buttermesser. Anso, wie ist das Spiel? Du musst sagen, Scheiße, ob ich man kann ja bei allem so Kleinigkeiten. Ja, ich sag, du hast ein Buttermesser. Muss ich jetzt zeigen? Ja. So, ich habe extra keinen Löffel genommen, weil ja. Mein Löffel kannst du so nicht machen. Ich bin so krass. Ich bin so krass. Aber eigentlich ist für mich auch gerade ein Punkt. Also ich, nee, das ist für mich ein Punkt. Für mein, ja, aber für das ist für mich ein Punkt. Chill, aber mein so. Ego, das wusste es eigentlich gar nicht. Machen wir eigentlich mit Punkten? Ja, machen wir Punkten. So, it's your turn. Okay, ich habe ein Puder in der Hand. Ein Puder? Ja. Ist es ein gepresstes Puder oder loses? Ein gepresstes. Das von Fitney? Genau. Mach das mal auf. Das ist offen. Ja. mach mal hinten dieses Ding auf. Was? Hinten Ding? Ah. Hab. Lügst. Mach das mal zu. Was steht vorne drauf? Maybelline, Fit Me, Matt. Poreless. Dreh mal die Rückseite um und lese mal vor, was da so steht. Du lügst. Nein, ich lese vor. Press Powder. For normal to oily skin. Den Rest kann ich nicht, ist nicht die Sprache, ist auch nicht Englisch. Und meine Farbe, die 105. Und dass es 9 Gramm sind und dann halt noch so ein QR-Code. Ja. Okay. Und dass es halt ein paar Monate haltbar ist, wenn man es geöffnet hat. Recycelbar. Wie sieht dieses Haltbarkeitsding aus? Ja, das ist ja easy. Das sind diese, das ist einfach wie so ein Topf, der aufgeht. Und dann stehen da die Monate dran. Okay. Ich glaube, du sagst die Wahrheit. Ich Mann, dachte, ich war so gut, dass er dachte, aber ich darf ja, das Ding ist, ich wollte halt erzählen, aber dann hätte ich ja gelogen. Ja, das darfst du nicht. Das darf man nicht. Ich hätte nichts anderes vorlesen dürfen. Ne? Nein. Ja, okay, weil dann, sonst hätte ich halt falsch gespielt. Ich habe ein, ja, wir machen leicht weiter, ich habe einen Pinsel in der Hand. Ein Make-up-Pinsel? Ja. Von welcher Marke ist der? MyKitKo. Welche Nummer ist das?
012 steht drauf, also 0.12. Wie sieht der vorne aus? Sind es braune Härchen, schwarz? Ist der bunt? Wie sieht der? Beschreib mal, wie der Pinsel aussieht, der Stiel. Also von allem? Ja. Also dieser Stielding ist grau, die Schrift My Kid Go ist weiß. Dann vorne ist der Pinsel so silber und die Härchen sind braun mit einem Ombre-Effekt. Mit einem Ombre-Effekt? Mhm. Hellbraun, also von so hell zu dunkelbraun. Aber ist das für welche Stelle ist der Pinsel? Das ist so ein Puderpinsel. Also man kann den benutzen für was man will, aber der ist so ein bisschen größer und fluffy. Aber ein bisschen gebunden auch. Und wo hast du den bestellt? Habe ich von der Schule. Wie heißt der Pinsel? My Kid Go. Ja, aber wie heißt der Pinsel? Weil es gibt ja zum Beispiel Stippling, Powder Brush und so. Ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, wie man den nennt. Persönlich benutze den für Contour und Bronzer. Wie viel denkst du, hat der gekostet so? Boah, also die Marke ist schon nicht billig. Okay, kannst du den mal so in deinem Handrücken streichen? Mhm. Ja, toll. Ja. Kannst du mal den Stiel in deinen Mund stecken? Nein, kann ich nicht. Wofür? Kannst du den Stiel mal so auf den Tisch hauen? So gerade runter, dass du den senkrecht hältst? Ja, du sagst die Wahrheit. Yeah. War jetzt aber auch mal bitter nötig. Freund war an so. Ich habe mein Balea-Abschmink-Augen-Make-up-Entferner in der Hand. Ist es dieses Öl-Ding? Genau, genau. Dieses Zweifasern-Ding? Zwei Phasen, genau, Augen-Make-up-Entferner. Mach den mal auf. Warte. Offen. Schüttel mal. Ja, warte, darf ich kurz zumachen? Ja, mach zu. Ah, am Ende, das ist irgendwas anderes. Was steht da drauf vorne? Zwei Phasen Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes Make-up, pflegt die Wimpern ölhaltig. Dann ist da noch so ein Mineralstoff 91%, Rezeptur ohne Mikroplastik. Du sagst die Wahrheit. Nein, ich habe eine Dunkes Wedding. Aber von wo hast du gerade Remix gemacht? Nee, ich weiß einfach, was auf meinem Augen-Make-up denn drauf ist. Das ist gut. Schlau. Point for Enzo. Ja. Ich habe eine Pinzette in der Hand. Pinzette, okay, dann machen wir die so zusammen. Okay, wie lang ist die ungefähr? Zeig mal hier über der Ding mit deinen Fingern, wie lang die ist. Boah. Die ist schon kurz, ne? Ich habe sogar welche, die so sind. Sorry, nur du? Ich hab auch sogar eine kleine. Kannst du mal damit so gegen den Bilderrahmen hier kratzen? Ich halt fest. Ja, aber mit den zwei Seiten sozusagen. Lass mal auf den Tisch fallen, so von 10 cm Höhe. Nochmal. Du lügst. Du lügst 100%. Denkst du? Ja. Safe? Zeig mir, was du hast. Ja! Das ist viel zu schwer. Das klingt so nicht. Ey, du bist gut. Ich habe meine neuen Schuhe hier stehen. Zieh mal an. Was sind das für welche? Das sind die Puma, die ich mir bestellt hatte. Reißverschluss, genau. Den Schnürsenkel auf oder ist der zu? Ja, der ist zu, ich mach den jetzt auf. Mach mal so, kratz mal an der Schuhsohle. Ja, du sagst die Wahrheit. Ja, ich sag die Wahrheit. Ja. Die sind voll schön, oder? Ja, die sind schön. Ich habe die eben schon da gesehen. Ja. Ich habe eine Socke in der Hand. Mhm. Ja. Mega, Junge. Ja, lass sie mal auf den Tisch fallen. Ja. Ja, du hast ja gerade zwei Geräusche gemacht. Das klang ja, als wäre ein Laptop. Ja, okay, das war mein Tisch Handy, gefallen. Warte. Ist das eine Socke oder sind das zwei Socken? Das ist eine Socke. Aber die ist so eingedingst. Aber mit einer anderen. Und das dann. Nein, eine Socke, aber die ist. Weil das ist das Ding, ich wollte einen Schuh nehmen, aber das wäre ja dann dumm. Deswegen ja, das ist dumm. Okay, gut. Ja, dann, welche Farbe hat die? Weiße, einfach normale? Ja, weiß, aber keine Brand. Also da hast du jetzt keine. Socke Neidung. Oder Strumpf? Also diese, die schon ein bisschen höher gehen. Okay. Eine einzige. Ja. Zerknautsch die mal so in deine Hand. Steck mal deinen Arm rein. Was? Zieh die mal so als Handschuh an. Ja. Ja, nee, das war viel zu schnell. Hä? Okay. Ist deine Hand, steckt die jetzt drin? Ja. Mach mal so, spreiz mal die Finger. Geht nicht ganz. Boah, aber mach ich gerade. Hau mal dagegen mit gegen den Bilderrahmen, den hier. Ey, du darfst nicht blöffen, ne? Hä, ich blöff nicht. Aber hier Bilderrahmen ist auch Schummel, ich sag dir ehrlich. Nein, ist nicht, du kannst auch zu mir sagen. Ja, nee, also du lügst. Ja? Ja. Ja, guck, ich bin so krass, das war viel zu schwer für eine Socke. Junge, nächstes Mal sag ich, hau mal den Schuh gegen Bilderrahmen. Ja, dann musst du fest sein, dann mache ich. Okay, ich bin dran. So, ich habe meinen Fingernagel in der Hand, also einen alten von mir. Kratz mal. Junge, das ist scheiße, weil du gerade Nägel hast. Du kannst mich gerade so flachsen. Daran habe ich gar nicht ja gedacht.
Aber ich habe meinen einen Fingernagel in der Hand. Jetzt sag, was soll ich machen? Lass den mal auf deinen Tisch fallen. Was für eine Farbe? Ja, dieses rosa, neutral, beige, keine Ahnung, wie man das nennt. So wie ich immer mache. Ich habe immer die gleiche Farbe. Welcher Finger war das? Der Ringfinger, der rechte. Ist es der, der gerade ab ist? Ich habe keinen, der ab ist. Oh, das ist ein so. Alter, den habe ich im Sofa. Nimm mal den Mund. Digga. Ja, hau. Lass mal jetzt von deinem Mund auf den Tisch fallen. Nein, das ist nicht dein Nagel. Oh, Junge, ist doch viel zu laut, Junge. Ja. Du bist. Schreibst du eigentlich noch die Punkte mit? Ja. Du hast 4, ich habe 3. Ich habe in meiner Hand einen Beauty Blender. Lass ihn mal auf den Tisch fallen. Ich habe ihn jetzt extra so fallen, dass er nicht vom Tisch rollt, ne? Also. Lass ihn nochmal fallen. Quies den mal so zusammen. Nochmal. Nochmal. Halt ihn mal an mein Ohr, ich guck nicht. Und quies den mal neben meinem Ohr zusammen. Du machst nicht. Doch. Du siehst, wo mein Ohr ist? Ja. Da hab ich noch was. Hä? Hörst du es nicht? Tupf den mal damit im Gesicht rum. Ja. Ein Beauty Blender, welche Farbe? Der ist dieser rosa, ne? Aber der ist halt schon voll verfärbt. Also mit Foundation. Für was benutzt du den? Für alles. Also Foundation, Concealer, ja, du sagst Blush. Leute! Ich war so. Und ich hatte Angst, dass du bei dem sagst, dass der nicht so wegrollt. Ja, deswegen habe ich so schnell gesagt. Dann, als du es gesagt hast, war ich so krass. Der hat mitgedacht. Ich habe eine. Ihr bist schon fast fertig, habe ich das Gefühl. Ja, ist auch so. Ich habe eine Sonnenbrille in der Hand. Okay. Was für eine? Meine Prada-Sonnenbrille. Leg die mal ganz mal auf den Tisch. Warte, das, was ich jetzt auf den Tisch lege, ist nicht das Geräusch. Ich lege mein Handy hin. Okay. Was war das jetzt? Nicht ja, das war das. Das war das gerade. Das war meine Brille. Mach nochmal. Mach mal diese Dinger auf. Das Ding ist, es könnte jetzt jede Brille sein. Du könntest mich gerade flachsen. Nee, das war aber doch, aber ich dachte, das dürfen wir nicht. Also es ist entweder die Prada-Brille oder gar keine Brille. Ja. Oha, okay. Habe ich jetzt voll den Tipp gegeben? Weiß ich, aber so, ich dachte, also so, das wäre halt mies schwer jetzt so. Weil es könnte jetzt auch deine hässliche Fliegenbrille sein, weißt du? Auf Bluff. Setz die mal auf. Ja. Du darfst aber nicht gucken. Nein, ich gucke nicht. Ja, denkst du, ich gucke jetzt? Ja, ich habe die auf. Was soll ich jetzt machen? Mach mal so an den Dingern so. Also an den... An was? An den Seiten? Nee, an den Gläsern mit deinen Nägeln so spielen. Was willst du jetzt? Komm mal zu mir. Ja, aber du darfst nicht gucken. Ich guck nicht. Mach mal an den Gläsern. Du lügst. Du lügst. Du hast dir nichts an. Ich muss, weil du redest so und das Ding kommt von woanders. Ey, Mann. Ey, Mann, ich wollte es sogar noch in meine Augenhöhe halten. Also, ein Punkt für mich. Was nehme ich denn jetzt? Okay, ich habe in meiner Hand so eine Wagenmünze. Was ist denn eine Wagenmünze? Diese, wenn man einkaufen geht, das schiebt man so ein Chip. Genau, diese Chip-Wagenchip. Welche Farbe? Silber. Wo das steht da drauf? Von welcher Brand? Globus Baumarkt. Ist der nur Silber? Ja, nur Silber. Hau mal, lass das mal so, roll den mal so am Tisch und halt deine Hand davor. Das Cap. Ja? Cap. Digga, ich hab gefragt, nur Silber und Orange, weil ich wusste, dass da Orange dran ist. Ich schwöre, gilt nicht. Chill Digga, mal. Nein, ich hab gewusst, die sind noch Orange, weil mein Vater... Da habe ich jetzt nicht gedacht, ich sag dir ehrlich. Ich dachte, Digga... Ja, komm, Punkt für dich. Nee, dann machen wir den, lass ihn einfach weg. Okay. Dann lass ich auch eine Sache weg. Ich dachte, ich hab dich damit. Nein, ist nur Silber. Guck auf beide Seiten, wenn's nicht so ist. Okay, ich hab die Haarklammer in der Hand. Mach die mal auf. Lass die mal so zuklapsen. Mach die mal in deine Haare. Ich geh mal vorne. Ich muss halt weiter hier vorne auf dem Tisch bleiben, sorry. Ja, alles gut. Ja, die ist drin, was willst du? So, warum so aggressiv? Du kannst hier durchgucken. Okay, mach sie raus. Digga, du kannst hier durchgucken. Wo guck ich denn durch? Ich weiß gar nicht wo. Ich sehe hier nur braun. Ja, okay, die ist weg. Mach die wieder auf. Mach die so richtig auf. Die so, ist ganz und lass offen. Die offen. Und dann lass die einfach so zu. Du sagst die Wahrheit. Oh, ich hab das so gut gerade. Ich war so, jetzt mach dieses Geräusch. Oh, ich hab nur noch 4 Sachen. Du auch. Okay, ich sag das. Ah, nee, ich hab da nur noch 3 Sachen, weil eins bei dir zählt ja nicht. Ich habe in meiner Hand einen Riesen. Ha? Was hast du in deiner Hand? Ein Riesenlöffel. Was denn für ein Löffel? So ein Plastiklöffel? Das Metall. Ist so Keramik. Was für Keramik? Das auch können wir da jetzt so Nudeln machen? Ja, das ist so ein Riesenlöffel. So sieht es aus, wie wenn man seine Stäbchen... Ich weiß nicht, wie man die nennt. Lass den auf den Tisch fallen. Boah.
Ach du Scheiße, Tamino, mein Tisch. Hau den mal gegen den Bilderrahmen. Nimm den mal in den Mund. Nimm ihn in den Mund. Du musst es jetzt im Mund nehmen. Du musst es wirklich im Mund nehmen. Ich habe meine Brille in Mama, da, kann, so, beiß mal drauf. Beiß drauf. David! Mach mal so drauf mit Nägeln. Wie lang ist der ungefähr? Zeig mal über den Bilderrahmen. Zeig mal den Löffel. Ein Keramiklöffel. Wer hat denn Keramiklöffel? Ich weiß nicht, ob das Keramik ist, aber auf jeden Fall so. Ja. Checkst und wofür du? Ist der? Ist der, welche Farbe hat der? Ich hab den gelb. Woher hast du den? Aus dem Schrank. Ja, aber ist das so einer aus dem Urlaub, den man mal Ich hab den noch nie Souvenir? Benutzt und auch noch nie gesehen. Du sagst die Wahrheit? Man muss ja ein bisschen kreativ sein, ne? Du sagst die Wahrheit. Ja? Nein. Du musst entscheiden. Leg ihn dir mal auf den Kopf, ich guck weg. Junge, dann gehen meine Haare kaputt. Warum soll ich auf den Kopf legen? Was bringt dir das? Leg ihn auf deinen Kopf. Was bringt dir das? Leg auf deinen Kopf. Ja. Wie schwer ist der ungefähr? Was würdest du schätzen? Boah, keine Ahnung. Blöd. Ach komm, du sagst die Wahrheit. Komm, ich glaub an's gut. Ey! Wie süß der ist. Hast du den wirklich im Mund? Ja. Immer so. Ich hab den noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Okay, Papalapap, ich hab einen. Hast du schon einen Punkt aufgeschrieben, meinen Punkt? Ja, jetzt. Ich hab einen Q-Tip in der Hand. Mach den mal in dein Ohr. Ja, steck drin. Mach ihn raus. Ja, ist draußen. Fahr den mal hier am Bilderrahmen entlang. Ja, ist. Ich mach. Da hab ich ein bisschen festgedrückt. Ja, Digga. Ich. Stell doch mal mehr Fragen. Welche Farbe hat denn der? Der ist weiß. Komplett white. Nimm den mal so auseinander. Aber hier an meinem Ohr. Ja, okay, jetzt, also. Ich kann es jetzt nicht wieder dran machen und dann abreißen. Ja, du sagst die Wahrheit. Bei mir kommen manchmal dann so Blitzmerker und dann ist meine Meinung schon dabei. Mau, es ist nicht schlimm, jeder verliert mal im Leben. Ich kann gut verlieren, ich bin ein guter Verlierer, ich bin nicht so wie du. Guck mal, wie. Du kannst nicht verlieren! Ich kann so gut verlieren. Ich kann auch echt gut verlieren. Ich auch. Dann ist ja super, dann kannst du ja nachher Essen ausgeben. Ausgeben? Hä? Also, Strafe muss sein. Nein. Okay, jetzt Achtung. Ich habe vor mir einen Obstkorb. Wie groß ist der? Wie groß ist der? Ja, wie groß ist denn der Obstkorb? Es gibt kleine Obstkörbe, große Obstkörbe. Relativ groß. Ja, kannst du mal ungefähr so zeigen, so mit deiner Hand? Ist es der Durchmesser? Ah, okay. Okay, ist der so aus was für Material? Boah, das ist so, wie soll ich denn das sagen? Fass mal an, mach mal so Geräusche damit. Fass mal an, betouch es mal, squeeze den mal, falls man den squeezen kann. Ja, hab ich. Stell den mal ab. Und jetzt setzt du dir den mal auf den Kopf. Ich guck weg. Digga, nein. Doch, setz den dir auf den Kopf. Hast du den auf den Kopf? Ja. Bitte Thumbnail. Man sieht meinen Kopf nicht mal. Was war da immer so für Obst drin? Alles Mögliche. Wo steht der bei euch? Der steht im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer? Also da sind immer Bananen und so drin. Ich hab da noch nie Obst. Aber drin. Jetzt gerade nicht. Ja, jetzt ist er ja hier, ne? Ja. In der Tat. Welche Farbe hat der? Das ist so cremeweiß und braun. Wo ist braun? Unten und oben weiß. Lass ihn mal so von so 10 cm fallen. Du lügst. Ah! Der ist ja sogar. Wie hast du den jetzt auf dem Kopf? Der hat das sogar mit Obst mitgebracht. Wie kann man das? Ich hab nur gesagt, es sind keine Bananen drin. Du hast ja nicht gefragt, ja, was ist da? Ist da jetzt was drin? Du hast gesagt, da sind Bananen drin. Ja, zu Hause sind Bananen drin. Jetzt gerade nicht. Aber Tamino kann doch nicht das ganze Obst mitnehmen. Und hätte ich jetzt gesagt, da ist kein Obst drin, wäre es dann eine Lüge? Checkst du, was ich meine? Also ich hätte gesagt, doch, da ist Obst drin. Ich hätte sogar gesagt, da sind 5 Mandarinen, 5 Orangen. Ah, deswegen hast du mitgenommen. Ja. Aber ich hab leider nicht, war nicht so kreativ gerade. Ey, ich hab mir gedacht, ist das eine gute Idee, den mitzunehmen? Weil ich wollte den nicht zu sehr so squeezen, weil sonst denkst du, dass diese. Checkst ja, du? Ja, aber so, hey, du musstest den aber. Ja, hab ich ja, ich hab den so hier oben so. Okay, ich bin dran. Chill, warte, ich muss den Punkt aufschreiben. Ich habe Ketchup in der Hand. Junge, was, wenn die jetzt hier Mayo in der Hand hat? Nochmal auf. Soll ich zumachen? Soll ich zumachen? Nein! Okay. Was steht hinten drauf auf diesen Inhaltsdingern? Da steht Tomatenketchup, Zutaten. Stopp! Vor dem ersten Öffnen frische Siege entfernen, Verbrauch schütteln, nach dem Öffnen Kühlschrank aufbewahren, 5 Milliliter. Nee, die Inhalte, also nicht was da. Ja, da steht halt die durchschnittlichen Nährwerte pro 100 Milliliter. Ja, lest mal das vor, weil das sind Energie meistens 409, so Tabletten. Energie 409 KJ, 97 Kalorien, Fett mehr als 0,5 Gramm, davon gesättigte Fett 0,1 Gramm, Kohlenhydrate 20 Gramm, davon 18 Gramm, Eiweiß 1,7 Gramm, Salz 1,8 Gramm. Ja. Ich glaube, du lügst.
Scheiße. Scheiße, ich dachte am Ende ist es Mario. Ich dachte schon, so dumm, weil Mario macht man doch nicht so auf, aber ich hab doch dieses Squeeze-Mayo. Ja, das wusste ich nicht. Aber du wusstest nicht, ob es so Mayo ist, gell? Deswegen. Das hätte ja auch so Balsamico oder sein können, aber ich bin krass einfach. Ja, deswegen, du bist die krasseste. Ja. So, okay. Jetzt kommen wir zum letzten, gell? Ich hab auch noch Ich hab noch zwei. Hä, wie kann das sein, wenn wir bei dir eins weggemacht haben und bei mir auch? Oh, ich hab noch zwei. Also die hier sind. Aber wie viel hast du denn insgesamt? 10. Ich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte, nee, 9. Doch, ich hab den Fingernagel fängt. Ja, aber ich hab 10, deswegen hab ich noch 2. Ja, okay, dann machst du jetzt, dann ich und dann wieder du. Ey, wenn du anfängst und du aufhörst, ist crazy irgendwie, oder? Nein. Egal. Mach einfach. Okay, ich hab in meiner Hand eine Muschel. Muschel? Mhm. Boah, wovon, welchem Urlaub? Keine Ahnung, ehrlich. Weiß ich nicht. Hast du die mitgenommen? Safe. Also safe als kleines Kind. Aber die lag halt bei uns einfach rum. Wie sieht die aus? Die ist so leicht. Wie soll ich das beschreiben? Also die hat halt ihre Öffnung. Das sieht ein bisschen aus, als wäre da so eine Schnecke drin gewesen. Mhm. Also so eine höhere, nicht so eine flache Muschel, die man... Ja, ja, so eine höhere. Die sieht ein bisschen aus wie so ein Zelt. Ah. Mhm. Lass sie mal auf den Tisch fallen. Aber das ist jetzt keine andere Muschel, die nicht aussieht wie ein Zelt. Nee. Nimm die mal in den Mund. Beiß mal mit den Zähnen drauf. Kannst du, du hast bei mir, ich dachte, der sagt, nimm Ketchup in den Mund, aber kannst du die mal so auf deinen Finger stecken? Oder ist da kein Loch? Ist da ein Loch? Mäßig. Steck die mal auf die Nase. Fürs Thumbnail. Oh Junge, was weiß ich. Ratsch die mal hier am Bilderrahmen lang. Nimm die mal in die Hand und mach mal so, also so locker, dass man... Das ja, du sagst die Wahrheit. Ja? Ja. Ja, ey, schon krass. Maus, tut mir leid. Letzter Gegenstand. Ich mach's dir jetzt einfach, ganz ehrlich. Ich will das. Junge, nein, Digga, es juckt mich das. Ja, ich mach's dir eh nicht einfach. Ja, also, ich habe in der Hand. Warte, ich muss deinen Punkt aufschreiben. Aber ich glaube, du hast eh gewonnen. Mein Ansatz ist die Gewinne. Wobei, wenn ich jetzt zweimal anso. Ja, aber wie denn? Ich hab Nee, du hast schon gewonnen, aber wir machen weiter. Maus, egal. Also, ich habe einen Kerzenständer in der Hand. Was für einen? Der steht in meinem Schlafzimmer. Der ist bunt. Es ist so einer. Nee, der ist bunt. Aus Glas. Mach mal so auf den Tisch. Du lügst. Ah! Scheiße. Warum machst du so? Okay, wir brauchen gar nicht weitermachen eigentlich. Maus, doch, wir machen einen noch. Okay, ich hab einen. Nee, der sagt jetzt extra die. Guck mal. Ich kann verlieren. Ich hab ein Squishy-Einhorn in meiner Hand. Ja. Habe ich? Nein, warte, okay, wer fragen, welche Farbe? Für dein Ego jetzt, ja. Aber. Welche Farbe? Welche Farbe? Bunt. Warum hast du, wofür gibt es Squishy-Einhörner? Was macht man damit? Einfach so, die sind lustig. Hä, ach, das ist so ein Kuscheltier? Nein, das ist so ein, kennst du nicht diese Dinger, die man so in der Hand zerquetschen kann? So Stress, Anti-Stress-Ding? Mäßig. Dann zerquetsch es mal, neben meinem Ohr. Das klang irgendwie echt wie so ein Bauch, der grummelt. Ist das wirklich ein Einhorn oder ist das jetzt wieder so ein rundes Ding? Einfach? Das ist ein Einhorn. Ja, hast recht. Yay! Ich hab sogar nochmal einen Punkt. Du bist so cool. Kannst du mir einfach auf die Schulter klopfen? Nein, Digga, nicht für dein Ego. Digga, da liegt ja ein Ohrenstäbchen. Ja, aber das habe ich ja rausgelassen. Das habe ich nicht genommen. Und dann habe ich einfach für den Pin. Ich habe einfach gut gedribbelt. Am Ende, du hast es Ich schwöre, nein, irgendwie. Du siehst, ey, ich blöff nicht. Also, das wäre doch voll. Oha, du kannst mir aber schon mal gratulieren. Oha! Du kannst. Glückwunsch! And the winner is. Enzo! Ja! Und jetzt kann ich ja die Kamera umdrehen. So, Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Jemand Bock auf einen Pfirsich, eine Orange oder einen Apfel? Der hat einfach einen kompletten Haushalt mitgenommen, was so Essen angeht von seinen Eltern. Aber das ist natürlich. Das ist Effort. Ich finde, wir haben gut gespielt. Ja, ich fand's voll gut. Ich fand's auch richtig gut. Tamino kann jetzt nach Hause gehen, weil der ist jetzt so schlecht gelaufen. Genau, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich kann nicht verlieren, Leute. Geht nicht. Vor allem gegen Anso. Oh mein. Falls ihr nochmal so eine Challenge von Tamin und mir sehen wollt. Ich drehe keine Videos mehr mit Anso, weil ich kann ja nicht verlieren. Das hast du toll gemacht. Heute, oh wow, ich hab den Muskelkater. Von was? Heute, ich hatte gestern 3 Stunden Training. Sorry, darf man so viel Sport machen? Anso geht heute richtig gut schlafen. Mhm. Alles so gut, Mäuschen. Erfolgserlebnisse sind ja immer was Tolles. Das war's mit dem Video. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr für mehr Videos mit Tamino seid oder wenn es euch einfach gefallen hat oder wenn ihr mich einfach supporten wollt. Aber hallo. Und macht es auf jeden Fall mal mit euren Freunden, vor allem wenn ihr danach Streit haben wollt. Das ist lustig. Nein, ist wirklich lustig. Das ist wirklich lustig. Ja. Junge. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis dann. Bye. Tschüss.